Immer mehr Städte in Deutschland weisen sogenannte Umweltzonen aus. Diese darf man nur mit einer grünen, gelben oder roten Plakette fahren. In Hannover und Berlin ab dem 1. Januar ausschließlich mit grüner Plakette. In der Hauptstadt heißt es dann für fast 100.000 Autos, wir müssen leider draußen bleiben. Für ältere Autos mit Dieselmotoren bekommt man durch einen Nachrüstpartikelfilter ganz einfach eine grüne Plakette und hat so freie Fahrt. Erfreulicherweise hat die Partikelfilternachrüstung in den letzten Wochen deutlich an Fahrt aufgenommen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen natürlich die Barauszahlung des Förderbetrages in Höhe von 330 Euro. Das ist für viele Besitzer eines Fahrzeugs, was noch nachgerüstet werden muss, ein Anreiz. Zum anderen, dass in einigen Städten, beispielsweise hier in Düsseldorf und auch in Köln, ab 1. Januar 2010 Fahrzeuge mit roten Plaketten nicht mehr in die Innenstädte einfahren dürfen. Und es liegt auch daran, dass die Angebote, die das Kraftfahrzeuggewerbe machen kann, deutlich günstiger geworden sind, weil die Partikelfilter teilweise im Preis sehr reduziert worden sind. Eine Partikelfilter-Nachrüstung rechnet sich doppelt. Zum einen muss man in den Umweltzonen nicht auf sein Auto verzichten. Zum anderen wirkt man so einem dramatischen Wertverlust entgegen, den der Wagen ohne grüne Plakette automatisch bekommt. Denn wer kauft schon einen Gebrauchtwagen, mit dem er oft nicht einmal bis vor seine eigene Wohnung fahren darf? Noch läuft diese Aktion bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Wir sind vom Zentralverband her bemüht, diesen Förderzeitraum zu verlängern. Im Gespräch ist der 31. März 2010. Das kann man aber natürlich noch nicht genau sagen. Aber wir sind guten Mutes, dass wir auf die Art und Weise noch eine kleine Verlängerung und damit auch noch mal einige tausend zusätzlicher nachgerüsteter Fahrzeuge auf der Straße haben werden. Ob es für Ihren Diesel einen entsprechenden Nachrüstpartikelfilter gibt, weiß die Werkstatt Ihres Vertrauens.